Konkret auf TeleZ wird Ihnen präsentiert von Domo Reisen. domo-reisen.ch. Die Abstimmung in der Türkei, die Wahlen in den USA, in Holland oder Frankreich. Keine politische Diskussion um die jüngsten Ereignisse ohne das Wort Populismus fällt. Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, ich begrüße Sie zu einer neuen Sendung. Unlängst sind Politiker noch gern als populär betitelt worden. Die Popularität war ein wichtiger Gradmesser für Erfolg. Und heute? Machthungrig, unberechenbar, gefährlich oder gar grössenwahnsinnig sind Merkmale, die heute im Zusammenhang mit aktuell erfolgreichen Politikern gebraucht werden. Populisten auf dem Siegeszug, Schlagzeilen, die regelmässig verwendet werden. Was ist passiert mit der differenzierten Diskussion? Auf das wollen wir diese Woche näher eingehen. Ich freue mich auf meinen Gast, den Erich Gislin, Publizist und Journalist. Er ist unter anderem ehemaliger Chefredakteur vom Schweizer Fernsehen. Grüezi, Herr Gislin. Grüezi, Frau Steinmann. Herr Gislin, von wo kommt die momentan schier magische Anziehungskraft von dem Wort Populismus? Je komplizierter die Welt wird, desto mehr haben Menschen ein Bedürfnis, einfache Antworten zu finden. Und jetzt kommen Politiker, die sagen, jawohl, wir haben die einfachen Antworten. Es ist alles gar nicht so kompliziert. Man kann das mit einem Federstrich, kann man dieses und jenes kann man bewirken. Glaubt uns und wir haben das Ohr bei euch beim Volk. Ich meine, Trump hat gesagt bei seiner Inauguration, heute wird die Macht zurückgehen am Volk. Absoluter Blödsinn. Größerer Unsinn kann man kaum verbreiten. Aber es ist genau die Ader getroffen, die einfach in einem grossen Teil der Bevölkerung herrscht, dass man sagt, also nein, es ist so kompliziert. Also jetzt sollen wir jetzt die Asylanten aufnehmen oder nicht? Kann man jetzt etwas machen gegen den IS in Syrien oder nicht? Wie ist das mit der ganzen Finanzgeschichte? Und dann kommt einer und sagt, jawohl, alles ganz einfach. Nur. Dann ist er im Weißen Haus eingezogen und jetzt ist es schon, jetzt haben wir mehr als 100 Tage Trump. Und erreicht hat er nichts. Das heisst, er hat rasch einsehen müssen, es geht so nicht. Die Welt tickt anders. Aber Herr Gislin, ist es denn wirklich so, dass die Welt so viel komplizierter geworden ist, wenn Sie zurückschauen? Mhm. Also wir hatten Konflikte gehabt, irgendwo auf dieser Welt immer schon. Es hat die Ost-West-Situation zur Zeit des Kalten Krieges. Also so ganz einfach war das früher ja auch nicht. Und jetzt sollte man es einfach abdecken, es ist so kompliziert geworden. Doch, sie war einfacher. Auch im Kalten Krieg hat man klar gewusst, es gibt den Osten, es gibt den Westen. Und letzten Endes wird wieder der Osten nach der Westen in einen bewaffneten Konflikt hineinrutschen. Würden Sie sagen, wenn ich Sie da unterbreche, das ist einigermaßen eine stabile Situation? Das war es. Würden Sie sagen? Das war es. Mit gewissen Risikomomenten, also die Kuba-Krise zum Beispiel. Sind wir auch am Abgrund gestanden? Ja, das hat man gesagt. Also gut, Sie glauben nicht. Wenn man die Literatur genau liest, sind wir auch nicht ganz so sicher. Aber wir sind näher auch gewesen. Wir sind näher gewesen, aber ob nun wirklich jemand hingegangen wäre, damals Khrushchev oder die Amerikaner, Kennedy, und hätte eine Atombombe auf die andere Seite geworfen, da habe ich also meine grössten Zweifel. Mhm. Aber die Welt war berechenbarer gewesen. Und heute haben sie einfach die sich überlagernden Themen und Konflikte. Neoliberalismus, Befreiung von den Finanzmärkten, wo einen ganzen riesigen Folge Zopf hinter sich hergezogen haben, den heute niemand mehr kontrollieren kann, offenkundig. Und selbst liberale Menschen sagen, ja, also mit dem Neoliberalismus ist es schon ein bisschen zu weit gegangen. Man sollte das eigentlich wieder eindämmen. Nur weiss niemand mehr, wie man das kann. Oder die ganze nahöstliche Situation. Am Anfang hat doch das so einfach geklungen. Zuerst sind die westlichen Politiker durch die nahöstliche Welt gereist und haben gesagt, Democracy for everybody. Die Condoleezza Rice hat gesagt, sie hätte es erfunden. Absoluter Unsinn. Also dann ist aber Obama gekommen, in seiner berühmten Rede, damals berühmt, heute schon vergessen. In Kairo. Jawohl, im Juni 2009. Und er hat gesagt, Demokratie für alle und wir helfen. Wunderbar, prima. Und man hat auch gesagt, ja, es ist eigentlich eine einfache Sache. Also die Diktatoren oder die autoritären Herrscher treten ab. Das Volk wählt seine eigene Führung, die es nach eigenem Gusto kann entscheiden kann. Und dann ist die ganze Sache einfach und gelöst. Und heute, naja, wir wissen alle zusammen, wie es rausgekommen ist. Also von einfach keine Rede. Also wenn wir gerade beim Wort einfach bleiben, ich will noch mal zurückkommen, was Sie am Anfang gesagt haben, das Volk
sagt, es ist eine komplizierte Geschichte, will gerne einfache Antworten. Aber das tönt jetzt auch so, als wäre das Volk fast ein bisschen zu dumm, um das Komplizierte zu verstehen. Aber irgendwie so einfach ist das Volk ja auch nicht, muss es binden. Ich bin auch zu dumm. Es gibt viele Themen in der Schweiz, über die wir abstimmen, die ich leer einlege, weil ich sage, ich verstehe das nicht. Die Unternehmenssteuerreform 3. Es muss mir mal jemand erklären, wie man das griffig erklären kann. Es ist nicht möglich, es ist zu kompliziert, es ist zu komplex. Auch ich bin in dem Sinn dumm. Und wenn Sie sagen, das Volk ist dumm, ja, es gibt unendlich viele Themen. Also bei dem ist das Volk überfordert. Sind wir dem das verleitet, jemandem, der eine einfache Antwort auf das Problem bringt, dem zu folgen und dem zuzuhören? Ja, das klingt so. Jedenfalls, es ist ja mit dem im Einklang. Zeitlich geht ja auch das Misstrauen gegen die Experten. Also der Experte ist ja bereits ein Bösewicht. Aber Experten kann man nicht trauen. Aber es gibt nun halt Themen, wo wirklich professionelle Politiker und Experten nur können vollumfänglich betrachten und die anderen können es nicht. Und wenn ich Ihnen gesagt habe, auch ich kann vieles nicht. Gut, aber dann, wenn Sie sagen, Experten sind das Misstrauen, die Populisten... Nein, halt. Es hat mehr Misstrauen. Ich gar nicht. Sie gar nicht, aber Nein. Ein Teil des Volkes misstraut den Experten. Ja. Also das ist dann wieder die Elite-Geschichte. Das ist die Elite-Geschichte, genau. Elite und Experten, das ist eine böse Angelegenheit. Ja. Warum sind wir so weit gekommen, dass mittlerweile das Populistische, das Populäre eigentlich negativ behaftet ist? Weil es vorspiegelt, einfache Lösungen können anzubieten für hochkomplexe Angelegenheiten. Schauen Sie mal. Obamacare, du bist beispielsweise. Ich meine, eigentlich hat das ja ganz einfach gedacht. Trump hat gesagt, Obamacare wird rückgängig gemacht, das braucht man nicht. Und dann ist er das Ganze dran gegangen und dann hat man gesehen, oh weia, der Teufel liegt im Detail. Oder schauen Sie den Brexit an. Was da noch alles auf uns und auf Briten und auf die EU, aber auch auf uns, zukommen wird, gut. Weil einfach die Materie viel komplexer ist, als es in einem Ja oder Nein kann dargestellt werden. Gut, also momentan, glaube ich, spürt niemand, weder die EU noch die Briten die Folgen, vor allem auch die wirtschaftlichen Folgen von so einer Entscheidung. Darum mucksen die auch nicht wahnsinnig auf. Ja, aber sie haben ja noch nicht einmal angefangen zu verhandeln. Also, Entschuldigung. Eben, aber das Volk kann das ja gar nicht abschätzen, was das dann schlussendlich heisst, oder? Also, ja gut, aber es gibt vieles, was das Volk, also wenn es das Volk überhaupt gibt, über das müssen wir ja einmal Gedanken machen. Das Volk insgesamt besteht aus Minderheiten. Minderheiten, größere Minderheiten, kleinere Minderheiten. Und wenn mehr als 50% vorhanden sind für ein Thema oder eine Persönlichkeit, dann sagt man, das ist das Volk. Das ist natürlich auch Unsinn. Auch das ist eine komplexere Angelegenheit. Ist auch bei uns so. Hat hinterher Leute gegeben, nachdem die Masseneinwanderungsinitiative seine knappe Mehrheit gefunden hat, haben gesagt, ja, nein, wir haben das gar nicht gewusst, dass das also solche Konsequenzen hat. Natürlich, doch, es ist gestanden, aber die Leute lesen das Kleingedruckte nicht. Es ist nun halt einfach so. Gehört es dann ein bisschen in der Zeit, Sie bringen gerade das knappe Resultat jetzt bei uns, Masseneinwanderung, das knappe Resultat bei der Türkei, beim Referendum, das knappe Resultat in England beim Brexit. Ist das dann etwas, das auch ein bisschen zum Zeitgeschehen gehört? Das gehört dazu. Wenn man zurückschaut so auf die letzten 50 Jahre, und ich habe eine journalistische Erfahrung, die geht über 50 Jahre zurück, dann kann man feststellen, man hat früher, vor sagen wir jetzt 50 Jahren, einfach um den Zeitraum mal so zu nennen, hat man meistens klarere Mehrheiten gehabt und klarere Minderheiten. Das hat sich mehr und mehr angenähert, immer mehr um die 50 um, also 51 plus, 49 dagegen oder umgekehrt, was es dann immer war. Also man hat da sich tatsächlich, hat sich das Ganze verengt, der Spielraum zwischen dem Ja- und dem Nein-Lager in unendlich vielen Fragen. Was macht das mit unserer politischen Landschaft, wenn man quasi Gesellschaft so ja eigentlich fast spaltet, nämlich knapp die Hälfte ist dafür, die Hälfte ist dagegen, die Hälfte wählten nicht. Ja. Das spaltet die Gesellschaft immer mehr. Schon, aber es ist ja so. Demokratie heisst ja auch, dass eine Mehrheit oder ein Sieger auch muss zur Kenntnis nehmen, was die Minderheit hat wollen. Jetzt nehmen wir den Brexit. Jetzt kommt die Frau May, die nicht sehr intelligent ist, meiner Meinung nach, und sagt einfach, Brexit means Brexit. Okay. Aber sie hat ja selbst in der eigenen Partei unendlich viele, und zwar gescheite Leute, die sagen, also gut, Brexit ja, aber nicht einfach Brexit ist Brexit. Das heisst, man
geht nicht vollkommen raus. Vielleicht hätten sie, wenn sie es hätten, raffinierter angegangen, hätten sie eine Lösung angestrebt, so wie wir sie ungefähr haben, mit unseren Bilateralen. Das ist eine gute Lösung, die wir haben. Auch hochkomplex und höchst kompliziert ausgehandelt. Hätten sie so einen Verhandlungsweg bei uns in der Schweiz am Anfang, wo die bilateralen Verhandlungen losgegangen sind, den Leuten können klar machen, Gott, auch die sogenannten Elite und Experten haben das nicht gewusst. Es wäre nie angenommen worden. Die Leute haben gesagt, das ist so wahnsinnig kompliziert. Da wollen wir die Augen davor zurückhalten. Das ist der eine Aspekt. Aber es gibt schon einen anderen Aspekt. Also, dass die Gesellschaft mehr auseinanderdriftet ist in den letzten Jahren und den letzten zweieinhalb Jahrzehnten. Oder sagen wir konkreter, seit dem Big Bang von der Margaret Thatcher. Das hat aber auch. Das lässt sich nicht lügen. Gut, aber das hat auch etwas damit zu tun, dass. Ich sage jetzt mal, die Populisten, die wir jetzt angesprochen haben, schon mehrheitlich, die profitieren von gewissen Krisen und Angst, in dem Fall, wenn ich sie richtig verstehe. Also wir haben gesagt, sie haben Finanzkrisen angetönt, wir haben Migrationskrise. Jawohl. Also das ist so eine Krise. Ja. In dem Moment stehen Populisten in der Sonne. Ja. Weil sie, um wieder zurückzukommen auf ihre Antwort, vermeintlich einfache Antworten haben. Das ist so. Jetzt kommt aber Stritte dazu, wo sie es immer ein bisschen überlagern und noch eine Stufe dazusetzen. Jetzt kommt noch, und das ist rein zeitlicher Zufall, kommen dann die Social Medias dazu. Die haben wir früher auch nicht gehabt. Und die erleichtern es natürlich unglaublich, auf unglaubliche Art und Weise, hochkomplexe Sachverhalte zu twittern. Also, mit ganz wenig Zeichen. Mit ganz wenig Zeichen. Also, ich würde sagen, eine Schlagzeile in einer europäischen Boulevardzeitung ist hochdifferenziert gegenüber dem, was ein Trump sagt oder was das Wort Brexit means Brexit aussagt. Das ist Twitter. Aber man könnte das nicht ändern. Wir haben das jetzt einfach. Aber die zeitliche Koinzidenz vom Aufkommen von den Social Medias, von den Kurznachrichtendiensten mit den jetzt vorher angesprochenen Themen, das ist das, was es so ganz problematisch macht. Macht es denn das jetzt nicht einfacher für die Meinungsbildung? Doch, doch. Und zwar in positiver und negativer Art. Nehmen Sie jetzt der arabische Frühling. Ja? Der arabische Frühling ist ja wie ein rasantes Lauffeuer durch die ganze arabische Welt gegangen. Und die ganze Forderung hat geheißen, von Marokko bis zum Persischen Golf, hat gesagt, die Herrscher müssen weg. So. Das war im Jahr 2011. Jetzt schreiben wir 2017. Wir haben 6 Jahre, mehrheitlich negative Erfahrungen. Und in diesen 6 Jahren, Frau Steinmann, ist nicht trotz Twitter oder dank Twitter, das weiß ich, nicht eine differenzierte Idee gekommen, wie die Gesellschaften sich organisieren sollten. Sie ist dabei geblieben bei dieser einen Aussage, die Herrscher müssen weg. Das genügt nicht, um die Welt in ihrer Komplexität irgendwie zu verändern und positiv zu beeinflussen. Zyniker sagen, was haben wir gelernt aus dieser ganzen Kolonialzeit? Nicht viel, wenn wir hergehen und solche Sachen verlangen, wie die Herrscher müssen weg, ja, und dann dem Volk überlässt und sagt so, und jetzt wählen demokratisch, einen Prozess, den wir auch länger hatten als nur 6 Jahre. Haben Sie völlig recht. Wir schauen die Welt jetzt an, ich würde sagen, in kurzen Zeiträumen, also eben arabischer Frühling, so genannter, den ich übrigens nie so genannt habe, weil ich von Anfang an sehr skeptisch war. Bin. Haben wir 6 Jahre. Jetzt können Sie geschichtlich und zeitgeschichtlich argumentieren und können sagen, und dann haben Sie recht, jede Revolution, bis sie sich konstituiert hat, positiv oder negativ, französische Revolution kann man sagen, letzten Endes positiv, sowjetische, russische Revolution letzten Endes negativ, aber alle Revolutionen, bis sie sich konstituiert haben, bis quasi eine neue Ordnung erkennbar war, haben 10 bis 15 Jahre gebraucht. Nur, in den ersten Jahren, in diesen Prozess, den ich jetzt gerade genannt habe, könnte man einen Film, könnte die mexikanische Revolution dazu nennen, ein ganz wichtiges Ereignis, sind Ideen vorhanden gewesen, sie sind formuliert worden. Man hat in der Zeit schon, nachdem die Revolution stattgefunden hat, diskutiert über Ideen. Im arabischen Frühling ist über keine Idee diskutiert worden. Man hat nur gesagt, also Demokratie. Dann hat Demokratie in Ägypten bedeutet, die Moslembrüder sind an die Macht gekommen. Mursi ist an der Macht gewesen. Das hat man gesagt, nein, das geht jetzt auch nicht. Nach dem einen Jahr, wirtschaftlich versagt. Ich möchte dort nur wissen, kennen Sie ein Beispiel weltweit, wo ein neuer Staatspräsident in einem Jahr die Wirtschaft von einem extrem negativen Trend hätte in einen positiven umwandeln können? Es fällt mir einfach keine ein und ich habe noch relativ viel Erfahrung.
Also auch da sieht man, da sind einfach die Komplexitäten nicht erkannt worden. Aber was haben Sie das Gefühl, mit all dem Wissen, ich meine, all die Regierungen, auch wenn jetzt an der Spitze vielleicht jemand steht, der einfache Antworten hat und vielleicht selber auch nicht alles versteht, aber die haben ja Leute, die auch das eine oder andere wissen. Wieso geht man so blauäugig, das tönt jetzt so, daher und geht dort her und sagt, ihr schafft das in einem Jahr, sagen sie, wir haben ein paar mehr gebraucht, aber ihr schafft es jetzt. Wieso geht man so blauäugig an so etwas her? Weil die Regierungen meistens Berater auswählen, die in der gleichen Richtung denken, wie sie selber denken. Also ich könnte mir nicht vorstellen, dass jetzt in England beispielsweise Theresa May jemand aus dem Umfeld von Jeremy Corbyn, also ein Linke, würde ich nehmen als Berater in so einem Prozess, wenn es um den Brexit geht. Das macht sie eindeutig nicht. Sie tut sogar in ihrer eigenen Partei, in der konservativen Partei, schmerzt sie die differenziert Denkenden raus und sagt, das ist ein Staatsreich, ihr sabotiert den Staat. Gut, aber bei den Amerikanern sagt man immer, es gibt das sogenannte Kitchen Cabinet, so die quasi Leute, die der Präsident dann so beraten, im Sinn von ehrlich und halt auch mal unangenehm und so. Also muss er es vielleicht doch schon irgendwo mal gehört haben, dass es gefährlich ist. Hat er seine Tochter in der Nähe, dann hat er seinen Schwiegersohn in der Nähe, dann hat er Herrn Bannon in der Nähe von Breitbart News. Also ich sehe einfach von intellektueller Potenz rund um den Präsidenten, die amerikanische, sehe ich eigentlich nichts, respektive nichts, was irgendwo in eine andere Richtung würde denken. Die Think Tanks, die klassischen, die gelten zum Establishment, das ist böse, das ist pfui, das will man nicht. Also das ist schon so. Regierungen wählen sich sehr oft einfach die Think Tanks und die Experten aus, die ihnen nach dem Mund reden. Das ist so. Gut, jetzt haben Sie angetönt, der Trump hat viel versprochen, hat bis jetzt in den über ersten 100 Tagen, die er hat, nicht so viel erreicht. Eigentlich noch gar nichts von dem, was er versprochen hat. Trotzdem sagt man, Trump, Erdogan, auch Orbán in Ungarn, die sind gefährlich. Sind sie gefährlich, weil unberechenbar? Sind sie gefährlich, weil umgeben von lauter Ja-Sagern? Oder stimmt das gar nicht? Wie schätzen Sie das ein? Also es ist ein bisschen unterschiedlich bei der einen und anderen. Ich meine, was Erdogan will oder was Orbán will, ist für uns da in der Schweiz oder in Westeuropa allgemein nicht von lebenswichtiger Bedeutung. Aber was ein amerikanischer Präsident macht oder nicht macht, das ist auch für uns von lebenswichtiger Bedeutung. Ein amerikanischer Präsident hat auch die Macht. Er kann den Krieg erklären. Er muss einfach nach 90 Tagen muss er Zustimmung haben vom Senat, respektive vom Kongress. Und bis dahin sind die Truppen längst da. Also, bis dann ist genügend Unheil schon gemacht worden. Also das hat eine ganz andere Dimension. Und Erdogan ist sicherlich ein Ärgernis für all die, die gehofft haben darauf, dass die Türkei sich in Richtung von der Beachtung von Menschenrechtsstandards, so wie wir sie kennen, entwickeln würde. Das haben sie ja versprochen eines Tages. Aber letzten Endes kann man auch sagen, bleibt es ein internes Problem. Und mit Orbán bleibt es wahrscheinlich auch ein internes Problem. Aber mit Trump bleibt es kein internes Problem. Wenn wir jetzt gerade da vielleicht einmal noch die internationalen Organisationen können ansprechen können. Wir haben UNO, wir haben NATO, wir haben auch in Europa EU. Haben die an Macht oder an Einfluss verloren, wenn man schaut, wie jetzt die Einzelfiguren gleich agieren können? Oder hat sich die EU jetzt im konkreten Beispiel mit der Türkei, mit dem Flüchtlingsabkommen, halt schon mit dem Feind ins Bett gelegt? Ja, also, wo man das gemacht hat, hat man keine Alternative gehabt, muss man sagen. Man hat auch noch nicht erkennen, in welcher radikalen Art und Weise Erdogan sich entwickeln würde. Also ich glaube, also das ist wirklich, das ist so. Das ist jetzt nicht schön geredet. Nein, das ist so. Man ist ja erst jetzt dran, dass man sagt, dass jetzt lassen wir mal die ganzen Verhandlungen und die assistieren, tun sie auf Eis legen oder tun sie überhaupt annullieren. Das kommt ja erst jetzt auf, weil europäische den Rotfinger hat, wir machen die Grenzen wieder auf und dann haben wir all die Flüchtlinge. Ja, das ist natürlich so einfach, ist es natürlich auch nicht. Also, ich glaube, Erdogan überschätzt sich da ganz gewaltig. Denn bei den Flüchtlingen gibt es einen Rückstau. Abgesehen davon, wo man ja sieht, die Flüchtlingsströme sind zurückgegangen, und zwar zum Teil auf grosse Art und Weise. Und jetzt können wir immer darüber diskutieren. Ist das berechtigt, ist es nicht berechtigt? Für uns ist es sicherlich bei der Mehrheit der Bevölkerung als positiv eingestuft worden, wo man sieht, es kommen weniger Flüchtlinge. Aber sind wir ungerecht,
dass wir dann sozusagen den Raster allzu eng ansetzen und sagen, auch die, die möglicherweise ein Anrecht haben und einen Grund haben, tatsächlich zu flüchten, dass wir die auch aussperren. Ich weiss es nicht. Dass viel Missbrauch betrieben wird im ganzen Asylwesen, das ist fraglos, das muss man gar nicht darüber diskutieren. Aber die Tendenz läuft jetzt in eine Richtung, die es möglicherweise dazu führt, dass man allzu sehr die Schotten dicht macht. Nur schauen Sie da, wir schauen die Welt im jetzigen Zeitpunkt an. Es ist sehr schwierig zu sagen, absolut, das muss geschehen und dann hört der ganze Prozess dort auf. Also man könnte sagen, also wenn der Krieg in Syrien aufhört, dann hört wahrscheinlich ein grosser Teil auf von Flüchtlingsströmen. Und wie der Krieg in Syrien könnte beendet werden, könnte ich Ihnen ganz einfach sagen. Nur macht es niemand. Will? Wie? Nein, nicht will. Wieso macht es niemand, wenn es so einfach ist? Ah, sehr einfach. Fragen Sie doch einmal sich selber und andere Leute, woher kommen die Waffen, die in Syrien eingesetzt werden? Produziert Syrien Waffen? Sehr wahrscheinlich keine einzige Waffenfabrik. Doch, haben Sie das? Ja, Sie haben eine einzige. Eine einzige, die ein kleines, halbautomatisches Gewehr hat. Das ist alles. Also gut, alles kommt von außen. So. Und woher kommt es? Für die Seite von der islamistischen, radikalsten Rebellen. Kommt es von der Seite von Saudi-Arabien, Emirate, Katar. Das muss einmal genannt werden. Es ist auch durch die Türkei gekommen. Ob jetzt noch, wissen wir nicht. Auf der anderen Seite kommt es durch Iran und kommt durch Russland. Der Krieg geht so lange weiter, als die internationale Gemeinschaft sich nicht einig, dorthin nichts mehr zu liefern. Das will niemand. Amerika hat mit Saudi-Arabien im letzten Jahr Verträge abgeschlossen über die nächsten 10 Jahre von über 300 Milliarden Dollar als Waffengeschäft. Mhm. Also, so sehen Sie, dass aber das mit dem Wissen, wo das dann auch hergeht? Ja, es geht her. Mindestens offiziell weiss man, dass es im Krieg in Jemen einsetzt. Aber inoffiziell findet vieles den Weg in Syrien. Also geht es ums Geld? Es geht ums Geld. Wenn wir jetzt so Kriegsherden anschauen, möchte ich gleich noch mal die Rolle der USA. Sie haben das vorher gesagt. Zur Zeit des Kalten Krieges hat es auch unsichere Situationen gegeben, aber man hat eine gewisse stabile Situation gehabt. Viele sagen ja, wir sind jetzt an dem Punkt, weil die USA sich ein bisschen zurückgezogen hat als die quasi die Weltpolizei. Und darum also gibt es so ein Vakuum, wo jetzt so ein bisschen andere sich tümmeln. Ist das etwas, wo Sie auch sagen, ja, das hat etwas? Oder ist das jetzt einfach auch wieder so eine Lösung, die man probiert vorzuschieben? Gegenfrage. Welche von den amerikanischen Militärinterventionen in den letzten 20 Jahren haben etwas Positives nach sich gezogen? Irak? Nein, sicher nicht. Afghanistan? Die Situation ist schlimmer als eh und je. Und so weiter und so fort. Wir könnten noch viele andere Beispiele nennen. Also, die amerikanische Weltpolizistenrolle, die hat sich sicherlich nicht bewährt. Das ist, glaube ich, muss man ganz klar sehen. Es ist sicher ein unbeliebter Standpunkt, aber man kann einfach die Augen vor dem nicht verschliessen. Und wenn man sagt, doch, wir brauchen den Weltpolizisten Amerika. Ja, soll jetzt dann wieder hingehen und einen neuen Krieg lancieren, vielleicht das mal in Syrien? Ich glaube wirklich nicht. Obama hat ja versucht, so einen Mittelweg zu finden zwischen sich draussen halten, keinen neuen Krieg anfangen und am Schluss ist natürlich voller Widersprüche geblieben. Aber die Welt ist voller Widersprüche. Ich glaube nicht, dass es viel besser rausgekommen wäre, wenn Obama Bodentruppen nach Syrien geschickt hätte. Man hat ihm das ja vorgeworfen. Er zaudere, er sei unentschlossen, er hätte keine gerade Linie. Habe ich völlig Verständnis, dass er zaudert hat. Und gerade Linie, was heisst gerade Linie? Trump schickt oder hat behauptet, macht es ja wahrscheinlich nicht einmal, hat behauptet, er schicke eine Armada mit einem Flugzeugträger vor die Nordkoreanische Küste. Ja gut, den hätten wir jetzt an einem anderen Ort gefunden, oder? Ja. Gut, er hat also auch die Weltpolizistenrolle, ob die nun sinnvoll ist oder nicht, ich weiss es echt nicht. Aber da komme ich in eigene Ungewissheit, muss ich Ihnen offen sagen. Nehmen wir an, Amerika würde sich zurückziehen aus dem Nahen oder Mittleren Osten. Dann ist die Gefahr vorhanden, nehme ich an, dass eine andere Macht das Vakuum füllen würde. Sei es China oder sei es Russland. China hat bisher wenig aktive Außenpolitik betrieben. Sie haben Handelspolitik, Wirtschaftspolitik, aber eine Außenpolitik in einer Art und Weise, wie sie vergleichbar werden, amerikanisch, haben die Chinesen nicht gehabt und werden es wahrscheinlich auch nie wollen betreiben. Russland sind wir nicht ganz sicher, das wissen wir nicht. Aber ich habe auch den Verdacht, es geht nicht so weit.
oder westliches oder ein anderes Gegengewicht, oder nicht? Vielleicht braucht es gar kein Gegengewicht, wenn alle sich zurückhalten würden. Aber das würde wieder das Gleiche voraussetzen, wie ich vorher gesagt habe. Wenn alle sich zurückhalten würden in Bezug auf Wirtschafts- und auf Waffenlieferungen in Bezug auf die ölreichen Staaten am Golf, dann hätten wir das nicht. Wenn alle sich zurückhalten würden politisch, dann hätten wir auch nicht die Notwendigkeit, einen Weltpolizist zu haben. Aber die Welt tickt anders. Ich möchte nochmal zurückkommen auf die Populisten im Zusammenhang mit der Migration. Sie haben das schon ein bisschen angetönt. Momentan tut man die natürlich alle, vor allem in der rechten Ecke, weil sie sehr einen rigorosen Zug ziehen im Zusammenhang mit Einwanderung, mit Ausländern. Das sieht man in Holland, das sieht man jetzt auch in Frankreich. Ist das mit der Angst der Leute gespielt? Oder nimmt man die Züge oder die Angst der Leute auf der anderen Seite, in der Mitte oder auch nach links, zu wenig ernst? Man hat das in Deutschland gesehen. Am Anfang hat man die Leute willkommen geheißen, hat unterstützt, hat helfen. Und irgendwann hat es gekehrt, wo das die Leute das Gefühl hatten, jetzt wird es ein bisschen viel. Ja, das ist ein ganz ein wesentlicher Punkt, den Sie da erwähnen. Und ich bin über das auch einigermaßen ratlos, muss ich Ihnen sagen. Weil am Anfang hat ja die Meinung vorgeherrscht, also von den Asylanten will ja keine hingehen und sich in Terroristenszene begeben. Das hat man so angenommen gesagt, also wer Terrorist, der sucht sich andere Wege, um reinzukommen in ein Land. Aber dann hat man müssen erkennen, und das war ein Lernprozess gewesen, dass es eben doch nicht so ist, sondern dass die terroristische Szene auch die ganze komplexe Asylrechtssituation missbraucht und ausnutzt. Mhm. Das war ein Lernprozess gewesen. Aber man muss es sehen, man hat es auch nicht können wissen am Anfang. Aber ist es nicht nur, es ist ja nicht nur der terroristische Aspekt, es ist auch schlicht die Menge. Und heute sind wir an einem Punkt angelangt, wo man ja schon gar nicht mehr darf Ängste äußern, ohne dass man gerade in rechten Ecke gestellt wird. Also, es tun sich alle so ein bisschen darum herum, um zu sagen, ja, es ist vielleicht gleich einmal ein bisschen viel, ja, alle können gleich nicht kommen. Drücken sich eigentlich alle davor, außer halt die Rechten, die es dann in einem ganz extremen Mass ansprechen. Ich zähle mich zu einer linksliberalen Ecke, ja, um das ganz klar einmal da zu sagen. Aber ich kann die Ängste verstehen. Einfach aufgrund von dem, was passiert ist, von den Attentaten, die man hatte, in verschiedenen europäischen Ländern. Also die terroristische Gefahr ist das eine. Die wirtschaftliche Situation ist eine andere. Die schauen wir ja, vielleicht auch ein bisschen auf eine einfache Art und Weise. Das heisst, die Debatte läuft ja auf der einen Seite so, dass man sagt, das halten wir nicht mehr aus, finanziell sind wir überfordert und infrastrukturmäßig sind wir überfordert. Dann kommt die Gegenseite und sagt, nein, ganz Westeuropa stirbt ja allmählich aus, weil es wird ja viel zu wenig Kinder auf die Welt gesetzt, also seid doch froh, wenn ihr überhaupt mehr habt. Gut, das sind einmal die zwei Situationen. Wenn man es rein auf der finanziellen Ebene anschaut, bin ich erstaunt, dass bis heute einfach eine Rechnung nicht richtig aufgemacht wird, die sagt, wir zahlen an einen Asylant so und so viel Geld und jetzt kommt die nächste Frage, oder es kommt schon fast Antwort. Wie viel von dem Geld bleibt bei uns im Land drin selber? 90% ungefähr. Was wir ausgeben, ist administrative Kosten. Aber profitieren tun die auch bei uns. Ziemlich viele Kreise von dieser ganzen Geschichte. Mieten, sie können Wohnungen vermieten, sie können, was weiß ich, der Konsum profitiert davon. Also das ist eine Rechnung, die nicht aufgemacht wird. Jetzt können Sie mir sagen, das ist wieder eine Verharmlosung. Möglicherweise da will der Giesling will jetzt da sagen, doch noch nehmen wir doch noch mehr auf. Profitieren Sie noch davon, wenn Sie uns erzählen. Nein, das sage ich nicht. Ich sage, das kostet schon etwas, aber es kostet nicht von den Kosten her. Kostet es nicht das, was ausgewiesen wird an Geld. Das ist das. Das andere ist eine psychologische Angelegenheit. Es gibt eine Situation, glaube ich, wo, wenn ein bestimmter Prozentsatz quasi fremd ist, dass sich ein Abwehrreflex in der Bevölkerung formiert. Jetzt kann man sagen, okay, man muss den ernst nehmen. Man kann den ernst nehmen und man muss den auch ernst nehmen. Aber ich glaube, man muss auch auf der gleichen Ebene, muss man, oder mit der gleichen Insistenz, wo man versuchen, Aufklärung zu betreiben und Background zu vermitteln, was dann tatsächlich Gründe sind für die Situation, die wir jetzt haben. Und das einfach auch mit einer gewissen Distanz anschauen. Da habe ich eine grosse Bewunderung nach wie vor für Angela Merkel. Die sagt ja also... Alle können kommen. Entschuldigung, wann hat sie das gesagt? Ja, das war der grosse Aufsprung, oder? Aha, hat sie das gesagt? Ja, das hat sie gesagt. Frau Steiner, der grosse Flüchtlingsstrom hat angefangen Anfang Juli vom Jahr 2015.
Merkel hat den Satz gesagt, wir schaffen das, und nicht alle können kommen. Im September, wo die ganze Geschichte war, in Budapest, wo der Bahnhof von Budapest überquollen ist mit Flüchtlingen und so weiter. Ihre jetzt vorzuhalten, sie hätte von Anfang an gesagt, alle dürfen kommen, ist einfach falsch, ist einfach nicht wahr. Gut, falsche Wahrnehmung. Populismus, passt auf. Gut, also wir sind am Schluss von unserer Sendung. Ich will noch, um den Kreis schliessen, Herr Giesling, erfolgreiche Politiker müssen populär sein, müssen einfache Antworten haben, dürfen aber keine Populisten sein. Wie schaffen Sie das? Das schaffen Sie nicht. Ein erfolgreicher, ein guter Politiker muss den Mut haben, zu sagen, das und das ist eine hochkomplexe Angelegenheit und ich gebe euch nicht vor, liebes Volk, liebe Frauen, liebe Männer, dass das mit einem Federstrich gelöst werden kann und mit einem Wort gelöst werden. Ehrlichkeit. Die würde wieder vorbedingen. Etwas, was Politiker zurzeit weniger haben als früher. Sie haben es auch nicht hundertprozentig als früher, aber mehr. Damit Bereitschaft, wenn sie mit ihrer Überzeugung und ihrer Botschaft und ihrer Message nicht Anklang finden, dann treten sie zurück. Es wird einfach niemand mehr zurücktreten. Das ist es. Gut, wir lassen das hier stehen und schauen, ob der eine oder andere zugelassen hat. Vielleicht tritt der eine oder andere zurück, schauen, in welche Richtung es geht. Herr Giesling, danke vielmals für den Besuch bei uns in der Sendung. Populismus, das Wort der Stunde, Einschätzungen und Analysen mit dem Publizist und Journalist Erich Giesling. Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, ich danke Ihnen für Ihr Interesse. Mit dem Report und den aktuellsten Meldungen aus der Region geht es jetzt weiter. Ich wünsche Ihnen weiterhin viel Unterhaltung. Auf Wiedersehen miteinander. Konkret auf TeleZ ist Ihnen präsentiert worden von Domo Reisen. domo-reisen.ch